Ah ja, GSO Blitzkrieg. Das ist nein, 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 nein. Ich bin raus. Ich bin raus. Hey, hi, wie geht's? Alles fit im Schritt? Alles gut? Lange nicht gesehen. 2 Tage keine Videos. Wir vergessen einfach mal, dass das passiert ist. Es liegt an natürlich was ganz Wichtigem. Es gab einen Riss im Raumzeitkontinuum und den musste ich leider schließen. Ansonsten wäre unsere ganze Welt den Bach runtergegangen und wir alle wären nicht mehr hier. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir ignorieren einfach mal, dass das passiert ist. Es tut mir leid, okay? Weiter geht's mit der Show. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu TerraTech, wo das Umbringen anderer nur ein Weg zur Selbstverbesserung ist. Aber ich muss zugeben, ich habe mich gebessert. Ich werde nicht mehr andere Roboter umbringen und ihnen ihre Teile klauen. Ich habe gewechselt. Ich habe mein Feld komplett umgestaltet. Ich bin jetzt ein Bergbauroboter, denn meine Mission ist es, Ressourcen zu verkaufen, um so Geld zu verdienen. Und ich dachte, das Leben im Outback wäre interessant und ich lasse auf mich schießen, auf mich wird geschossen. Das war auch so. Aber jetzt anscheinend nicht mehr. Und das macht da so ein schönes Türmchen, wenn ich das mache. Nice. Kann ich noch mehr sammeln? Oder war es das? Kann ich... Stein! Gehst du kaputt? Das Ding ist so unfassbar unwendig. Warum habe ich das konstruiert? Das ist eine absolute, komplette Fehlkonstruktion. Mehr als das kann ich nicht sammeln. Okay. Heißt das, ich muss jetzt 100 Credits verdienen, indem ich das Zeug verkaufe? Weil es ja so interessant ist. Wie ging das nochmal? So? Passiert das automatisch? Das passiert vollautomatisch. Okay. Wie viel habe ich? 80. Ich dachte jetzt, ich muss das ewig machen. Ich habe mich schon bereit gemacht, aber nein. Okay, das war relativ easy. Excellent, that should be enough. For Rookie Prospect, jetzt auf einmal sind wir auf Englisch. Ich weiß auch nicht warum. You're certainly showing great... Keine Ahnung. So maybe it's time to strike out on your own. Ah ja, check the mission board for other activity in the area. Crafty business. Aha, now fly my little bird and find your own path in this world. Das heißt, jetzt bin ich quasi frei. Good luck. Man hat mich gerade in die freie Welt entlassen. Ah ja. Attack called Crafty Mike needs help resembling his base. Find him and assist him. Seit wann helfe ich anderen Techs? Ich dachte, ich zerstöre andere Techs. Sekunde, was ist das hier? A Rogue Agent, Big Burner. Ah, das ist interessant. Belohnung und Lizenz. Aha. Das heißt, Kopfgeldjagd. Okay, Jettison Cargo. There lost our gain, go. Find it, das mache ich mal. Und Gangland. Ich nehme mal alles an, komm. Ich nehme mal alles an. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zeitbeschränkt ist, ob ich das dann irgendwann verliere. Keine Ahnung. Ich gehe das Ding so. Find and destroy Big Burner. Howdy. Du bist also der Bot, den sie Big Burner nennen. Ich bin hier, um dir zu zeigen. Heilige Scheiße, ist der schwer bewaffnet. Okay. Okay, der ist... Nein, nein, der hat... Nein, definitiv nicht. Nein, der hat zu viele Kanonen. Da kann ich noch nichts dagegen machen. Ich glaube, das ist nicht so ganz mein Fachgebiet. Nein. Der Sheriff zieht sich freiwillig aus der Stadt zurück. Der Typ ist mir noch eine Nummer zu groß. Hast du gesehen, wie viele Kanonen der hat? Das ist keine gute Idee. Okay, komm, ich helfe Crafty Mike. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist aktuell nicht so clever. Es sei denn, ich will schon wieder resetten und darauf habe ich echt keine Lust. Okay, ich dachte jetzt ehrlich, das wird eine halbwegs simple Mission, aber anscheinend nicht. Der Typ ist bewaffnet bis unter die Decke. Psst, hier drüben. Was? Willst du mir Drogen verkaufen? Ist das der, der das gesagt hat, oder der geradeaus? Was? Crafty Mike? Was geht? Ich hätte gern einmal das Beste. Crafty Mike ist mein Name. Und heute ist dein Glückstag. Ah ja, wirklich? Meine Basis wurde angegriffen. Und du darfst mir beim Reparieren helfen. Danke. Vielen Dank. Sei ein guter und... Okay, ich soll einfach nur diese Conveyors zurück an die Lieferungskanone schrauben. Ich kann das jetzt on the fly nicht übersetzen. Wenn das die ganze Quest ist, dann will ich Benzingeld, weil das ist ein Scherz. Ich erzähle dir ein kleines Geheimnis. Es kommt eine Speziallieferung, pass auf deinen Kopf auf. Was kommt jetzt? Ist das eine Falle? Es ist keine Falle. Das macht kein Geräusch, es ist gerade viel zu still. Irgendwas ist nicht richtig. Das ist eine Refinery. Aha, das muss jetzt auch noch da dran. Oh Gott, nein, fuck, ich habe nicht aufgepasst. Nein, fuck, okay, alles gut. Ich dachte, ich hätte jetzt kaputt gemacht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Okay, jetzt muss ich verfeinerte Ressourcen verkaufen. Fuck.
Muss ich die da von Hand reinziehen oder macht er das von allein? Ah ne, das macht er von allein. Okay. Ist das eine Quest, die mir beibringt, wie man solche Dinger baut? Also kommt es mir vor. 27 Blockbugs pro Ding. Ich kann heute nicht reden. Ich weiß nicht, was los ist. Aha. 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 Er lässt mich jetzt mit seiner Base allein. Mission complete. okay. Team Rockets blasting off again. Der Typ ist absolut raus. Ah ja, kann ich mir merken, wo das Ding steht? Ich hoffe schon. Okay, das ist markiert hier mit diesem blauen Ding. Nice! Ich habe neue Wege gefunden, Geld zu verdienen und in den Badlands zu überleben. Das ist großartig. Gangland, dispose of the Tech Gang. Die Tech Gang. Sie, keine Ahnung, haben dieses Land unter Kontrolle. Die Polizei traut sich nicht mehr in ihr Gebiet. Doch ein Fahrzeug, ein komplett underpowertes Fahrzeug, fährt mitten rein. Denn dieses Fahrzeug hat nichts zu verlieren. Was ist da hinten los? Ist das nicht der Typ von vorhin? Was macht er? Ist er jetzt dauergetriggert, weil ich ihn einmal getriggert habe und schießt ununterbrochen? Ist das ein Ding? Das sieht ziemlich dumm aus, wenn er nicht auf was schießt. Das lässt sich ziemlich blöd dastehen. Okay, dann ist die Tech Gang. Sind das zwei? Es sind zwei. Warum sind das so viele jedes Mal? Ich bin, guck mal, wie klein ich bin. Ich glaube, ich muss Blöcke kaufen. Ich glaube, anders wird das nichts. Ich hole mir noch die Fracht, aber ich glaube, wenn ich wirklich kämpfen will, muss ich mehr Blöcke kaufen. Weil, nee, die sind mir alle nur mal zu groß. Das will ich nicht riskieren. Ich will nicht nochmal neu starten müssen, weil das hat Jahre gedauert, das ganze Zeug nochmal zu finden. Darauf habe ich keine Lust. Ich habe sie gefunden, weil das ja so schwer war. Sie war zum Glück überhaupt nicht markiert oder so. Ist da was drin? Irgendwas Nützliches, das mir irgendwas bringt? Yay. Yay. Warum macht das kein Geräusch? Das ist total merkwürdig. Was ist denn das überhaupt? Was bist du? Ein Rad. Eine 3-Pfund-Kanone. Das klingt sehr praktisch. Wo bringe ich dich an? Hier vorne drauf? Keine Ahnung. Komm, das wird meine Hauptkanone. Dann, was ist das? Player Tank 1. Ein Payload Terminal. Und das ist eine drehbare Verankerung. Ja. Okay. Das war auch schon die ganze Mission. Ich hab keine Ahnung. Ich kann das mitnehmen. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das ist eine drehbare Verankerung. Ah ja. Und das ist ein Weitwinkellaser. Den habe ich ganz übersehen. Den mach ich mal hier hin. Du zeigst in die falsche Richtung. Du musst nach vorne. Dankeschön. Ah ja. Das ballert schon ein bisschen heftiger, muss man einfach mal sagen. Okay. Ich glaube, ich sollte mich reparieren lassen. Was genau bist du? Ah ja. GSO Blitzkrieg. Das ist... Nein. Ich bin raus. Oh Gott, das trifft. Und das macht Schaden. Ich wollte eigentlich nur zurückfahren und reparieren lassen. No offense, aber bitte geh weg. Der hat meinen ganzen Block abgeschossen. Das Ding ist gigantisch und viel schneller als ich. Zum Glück kann er nicht fahren. Okay. Warum spawnst du hier in mehr oder weniger im Startgebiet direkt neben meiner Reparaturbase? Wurde mir gerade eine Falle gestellt? Okay, wie viel hat er abgeschossen? Ich glaube nicht so viel, aber muss ja trotzdem nicht sein. Ich habe hier hinten den ganzen Block verloren, inklusive Rad, glaube ich. Okay. Das hier ist meine neue Evolutionsstufe quasi. Ich habe eventuell ein paar Optimierungen vorgenommen, die daraus bestehen, einfach noch mehr Waffen oben drauf zu packen. Und zwar so viele, dass es eigentlich fast nicht handelbar ist. Was? Mini-Fort. Schießt der wirklich auf mich? Das ist ein Witz, ne? Du willst dich mit mir nicht anlegen. Was tust du? Was läuft da hinten? Der ist doch eine Nummer größer, als ich dachte. Okay, ich lasse den mal machen, der ist doch gerade am Stein abbauen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da so viele Waffen draufgepackt, dass es eigentlich schon lächerlich ist. Und ich guck mal, ob ich jetzt diesen Big Burner kriege. Wenn nicht, muss ich resetten und alles nochmal machen, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Aber ich habe genauso wenig Lust, hier rumzufahren und andere Fahrzeuge abzugraden. Was bist du denn jetzt wieder? Also inzwischen ist es schon krass, was hier spawnt. Also wow, ich hole mir den da zuerst. Ich glaube, der ist eine Nummer kleiner. Und ich fahre jetzt mitten drauf. Fight and collect, komm. Ich gehe mitten auf den Jungen drauf, ist mir egal. Mitten drauf, sage ich, mitten drauf, jawohl. Fahr weg, du weißt, mit wem du dich anlegst, der hat ein Rad fallen lassen. Okay, ich bin, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt, der hat mich auch nicht richtig getroffen. Ich krieg das vielleicht tatsächlich hin. Und die Laser nach vorne sind gar nicht mal so schlecht, weil die Reichweite ist durchaus nice.
Okay, das war erfolgreich. Ich dachte nicht, dass das so funktioniert. Was ist das? Leichte Maschinenpistole. Yay! Noch mehr Waffen. Sekunde. Passen überhaupt noch mehr Waffen drauf? Ich glaub's nicht. Das da kann weg. Dann hier. Das ist eine schwere Kanone, ne? Eine 3-Pfund-Kanone. Hier oben drauf. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen farmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, liebe Leute, wir machen das folgendermaßen. Wir gehen einfach mitten drauf, machen die Sau kalt, feuerfrei. Ich habe die überlegene Reichweite durch die Kanone. Komm schon. Er kann mich nicht kriegen. Ich habe die überlegene Reichweite durch die Kanonen. Komm schon. Solange ich zurücksetze und das richtig anstelle, ist, glaube ich, alles gut. Kann ich das... Der will sich on the fly reparieren. Nein, nicht mit mir. Nee, du hast richtige Probleme. Du hast extreme Probleme gerade. Du bist absolut kein Räder mehr. Er kann dich nicht mehr werden. Ich kann nicht mehr fahren. Gib Gas. Wir müssen da ran. Yes. Geocorp. Lizenz auf Stufe 1. Glückwunsch, Geocorp hat deine Lizenz Stufe 1 aufgestuft. Ich meine, können sie... Blablabla. Ah, okay. Jetzt kriegen wir richtig fette Blöcke. Das Dumme ist jetzt... Kann ich meine Fahrerkabine komplett transferieren? Weil das wäre richtig, richtig nice. Dann kann ich jetzt nämlich hier raus quasi eine neue Kreation bauen. Das könnte jetzt eine Weile dauern, aber ich versuch's. Gib mir ganz kurz, das wird jetzt wahrscheinlich Jahre dauern, aber ich versuch das. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den Zerstörer 2.0. Ich habe versucht, so viel wie möglich von dem anderen Ding mitzunehmen. Das hat halbwegs funktioniert. Das hinten ist nämlich ziemlich komische Konstruktion, aber irgendwas muss die Waffen ja halten. Und ja, besser als so kriege ich es nicht auf die Reihe. Und das ist jetzt Stefans Zerstörer 2.0. Und jetzt fahren wir mit dieser wunderbaren technischen Konstruktion mal kurz rüber zu dieser Tech-Gang. Und dann gibt's aufs Maul, und zwar richtig. Du da links, du willst nichts. Warum versuchst du es ernsthaft? Kumpel, ich bin gigantisch. Was willst du von mir? Nein. Ich habe sehr viel, sehr viel Leben. Große Blöcke viel Leben haben. Okay, ich bin nicht sonderlich wendig. Das ist vielleicht ein Problem. Aber ich habe einen Plasma-Cutter vorne dran. So. Was hat's dir gebracht? Am Ende des Tages nichts. Soll ich warten, bis sie sich gegenseitig umbringen? Sie haben sich gegenseitig. Die sind aber ziemlich, ziemlich groß. Und es sind zwei. Die sind echt ziemlich groß. Soll ich das überhaupt versuchen? Die sind gigantisch. Und ich meine, ich bin ziemlich gut bewaffnet. Aber trotzdem, vielleicht kann ich... Warte mal, vielleicht kann ich die Reichweite wieder ausspielen mit der Kanone. Wenn ihr... Ja, Enemy Tag spotted, destroy them. Aktuell schießen beide auf sich gegenseitig. Glaube ich. Nicht sicher. Da kommen ein paar Kugeln in meine Richtung. Schießen die auf sich gegenseitig, aber können sich nicht kaputt machen, oder was? Das... Ja, okay. Okay. Ganz ruhig. Ich glaube, die haben sich verhakt. Okay. Kann ich... Genau, die Kanonen feuerfrei. Die haben nämlich überlegene Reichweite. Soweit kommen, glaube ich, ihre Kugeln nicht mal. Meine Kanonen aber auch nicht. Die landen kurz davor. Au. Das hat weh. Wie mache ich das am besten, ohne mich in zu großes Risiko zu begeben? Ich meine, guck dir mal an, wie viele... Das ist eine Kanonenfront, was sie da haben. Also ich könnte den einen als Deckung nutzen vor dem anderen vielleicht. Das ginge. Oder auch nicht. Au. Wie mache ich das? Ich brauche irgendeinen Plan und ich werde mich nicht zurückziehen. Das ist kein Plan. Rückzug ist... Das ist einfach eine Kanonenfront. Das ist doch affig. Das ist doch total doof. So, jetzt. Komm. Now or never. Da ist der eine tot. Und dann habe ich aber ein Problem, weil der andere voll auf mich schießt. Fuck. Okay. Hast du dich verhängt? Bitte sag mir, du hast dich verglitscht und kannst nichts machen. Yes. Wenn du den Kampf... durch Glitches gewinnst. Jetzt schieß auf den anderen. Er schießt auf den Falschen. Du musst auf den anderen schießen. Das ist unser Ziel. Jetzt, dankeschön. Der andere ist nämlich keine große Bedrohung. Der da ist eine Bedrohung. Und hier liegen wieder Teile ohne Ende. In 5 Jahren haben wir es dann mal. In 5 Jahren, jetzt hat der sich befreit. Können wir bitte auf den da... Kannst du auf den schießen? Was? Wegen einem einzigen, der komplett zerstört war, wurde ich jetzt zerstört. Was? Ist das dein Ernst jetzt? Ich gewinne das fast. Zerstör eine Front an Kanonen. Das Ding war eine fahrende Wand voller Waffen, ja? Ich mache cleveres Placement und lasse sie aufeinander schießen,
zerstöre einen davon komplett und der andere kriegt mich. Manchmal finde ich das schon nicht so cool. Und das ist halt auch teuer wie Scheiße. Ah, haben die sich regeneriert? Weil wenn nicht, dann renne ich jetzt so lange auf diesen letzten verbleibenden Mistkerl drauf, bis er tot ist. Und ich werde nicht vorher aufgeben. Ganz egal, wie viel ich verliere, er wird mich nicht los. Hi, dir habe ich noch eine Rechnung offen. Zerstör mich ruhig. Zerstör mich ruhig, aber du wirst mich nicht los. Ich komme wieder und dann wieder und dann wieder. Komm schon. Ja, guter Versuch. Jetzt kriege ich ihn. Es hätte nur noch ungefähr 5 Minuten oder 5 Minuten. 5 Kugeln gebraucht, dann wäre er tot gewesen. Finde eine Handelsstation, neue Mission verfügbar. Das ist doch ein Witz jetzt. Was ist das denn? Was ist das? Großer Ressourcenempfänger. Ah ja, okay. Ich kann nicht mehr fahren. Ich schätze, das war's hier heute für dieses Mal bei Terratech. Ja, eigentlich habe ich mehr verloren als gewonnen jetzt, wenn man es über das ganze Video hinweg sieht. Kann man eigentlich schon so gut beschreiben. Nice. Ich werde jetzt, also vom nächsten Video werde ich versuchen, mir wieder was zusammenzusetzen aus dem Zeug, was hier alles rumliegt. Vielleicht kriege ich das auf die Reihe. Ich mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Wow, das hätte nicht viel schlimmer laufen können. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr verlangt, es bleibt aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Es ist schon wieder passiert. Es ist unglaublich. Es ist schon wieder passiert. Warum kann ich mein eigenes Outro nicht sagen? Was ist das denn?